Mein Thema ist ein etwas eher trauriges Thema. Bei uns in Köln haben wir, als am 5.6. der Ärztetag beschlossen hatte, unsere Kinder impfen zu lassen, beziehungsweise die Empfehlung ausgesprochen hatten. Entweder sind sie geimpft oder eben immun, oder sie dürfen nicht in die Schule. War so ein Moment, also für mich persönlich ein sehr emotionaler Moment, weil ich dachte, das darf nicht wahr sein. Und das war der Moment, wo wir in Köln direkt am nächsten Tag, als wir es erfahren haben, nach dem Wochenende, montags am Gesundheitsamt standen und demonstriert haben und gesagt haben, dass wir damit nicht einverstanden sind. Das Schöne ist, also sagen wir mal schön und schlecht, wie auch immer man das sehen mag, aus dieser ganzen Aktion ist mehr geworden. Aus dieser ganzen Aktion ist dann später auch, also wir sind immer noch regelmäßig auf der Straße, wir gehen demonstrieren, haben Schilder, mittlerweile wunderschöne Schilder, die darauf aufmerksam machen, ein Plakat. Und hier möchten wir einfach die Menschen darauf aufmerksam und aufklären, was hier eigentlich geschieht und was es mit dieser Impfung bzw. dieser mRNA-Gentherapie auf sich hat. Und hier kann ich eins sagen, jetzt aus den Wochen, seit wir das in Köln machen, dass die Menschen ganz unterschiedlich reagieren, aber größtenteils sind sie wirklich neutral und schauen geradeaus, als würde sie es nicht interessieren. Ein ganz kleiner Teil ist negativ und ich würde sagen, dazwischen sind die, die positiv sind, die wirklich mit Daumen hochkommen, die uns anstrahlen, die hupen und ich kann euch nicht beschreiben, was für ein schönes Gefühl ist, auch wenn es nur die paar Menschen sind, die wir damit erreichen, ist das ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass wir überhaupt jemanden erreichen. Ich denke, ihr kennt das Gefühl alle, oder? Und diese Situation ist bei uns die schönste Erfahrung, erzähle ich euch kurz noch. Erstens, die Polizei ist super, die kommt teilweise gar nicht bei den Anmeldungen, weil ich denke, das Thema sie auch interessiert. Und das schönste Thema auf der Straße war, dass dann ein Bus mit Teenagern unterwegs war. Und wir alle sahen die Teenager im Bus und wir sahen, wie die sich freuten, dass wir wegen ihnen da standen, mit Daumen hoch, strahlten uns an und haben uns das Gefühl gegeben, ja, genau wegen diesen Kindern stehen wir da. Und ich glaube, wir brauchen, die Kinder brauchen unsere Stimme. Und weil sie die brauchen, hat sich bei uns bei der Basis eine Gruppe zusammengetan. Und wir haben eine Kinderseite, die aufklären soll. Kinder in Gefahr. Und dort klären wir die Menschen auf, die darauf gehen, um zu erfahren, was es mit dieser mRNA-Gentherapie auf sich hat. Und ich kann nur jedem von euch empfehlen, da mal drauf zu gehen. Einfach auch die Seite weiter zu empfehlen, wenn ihr nicht weiter wisst. Aber das aller Wichtigste, weil wir kriegen ja alle mit, wie die Schulen, wie die Eltern alle verzweifelt sind, weil es nicht aufhört. Wir müssen weiter die Stimme sein und wir müssen laut sein für unsere Kinder. Genau! Und genau dazu möchte ich euch alle bitten, bleibt am Ball, egal wie hoffnungslos es aussieht. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Notzulassung. Die Notzulassung endet im Dezember. Daher versuchen sie natürlich mit allen Mitteln, das aufrechtzuerhalten und so viele Menschen, unter anderem auch leider unsere Kinder, eben mit diesem, ja, ich weiß manchmal nicht, diesem Wirkstoff letztendlich, ich kann nicht, dieses Spritzen, dieses Impfen, das fällt mir immer schwer zu sagen, weil es für mich keine Impfung persönlich ist. Es ist meine persönliche Meinung. Und ich würde meine Kinder niemals damit in Berührung kommen lassen. Ich glaube persönlich, aber wir dürfen eins nicht vergessen, da draußen die Menschen machen es deswegen, weil sie es nicht besser wissen. Und das ist unsere Aufgabe, ihnen zu helfen, zu verstehen, worum es hier geht. Nicht, wenn es zu spät ist. Und dazu möchte ich euch einfach heute auffordern und euch bitten, das zu tun. Lasst uns die Stimme für unsere Kinder sein. Dankeschön. Ich möchte euch gerne noch ein Lied von Ashka auf Französisch und dann in meiner eigenen deutschen Version singen. Ja, ich mache jetzt nur ein Lied dazwischen, genau.
Das ist ein Lied, mit dem ich mich immer glücklich singe. Da ich im Moment, wie einige schon wissen, eine schwierige Situation habe. Ich bin ja Ärztin und ich stehe vor Gericht wegen Ausstellen von Maskenbefreiungsattesten, also angeblich unrichtigen Gesundheitszeugnissen. Und am 13.09. ist meine Verhandlung. Die Approbationsbehörde ist gerade dabei, mir die Approbation stillzulegen, weil ich so eine unwürdige und unzuverlässige Persönlichkeit habe und für den Arztberuf ihrer Meinung nach charakterlich nicht geeignet bin oder zumindest der Verdacht dazu besteht. Und das reicht heutzutage aus, um einem Arzt die Approbation stillzulegen. Ich singe mich glücklich, unter anderem mit folgendem Lied. Dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous ferait du bien. En quoi cela serait-il un problème qu'en nous tenant par la main? On a dit-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous ferait du bien. Nous ne sommes pas un problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes, dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand l'homme en dos s'isole, dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique, oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Cela serait-il un problème? Nous ne tenons pas la main. On m'a dit leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Sag ihnen, dass es Zeit ist für kleine Friedenstauben. Sag ihnen, dass hier und jetzt eine neue Welt beginnt. Dass unser Herz sich öffnet, wo alles isoliert ist. Dass wir uns frei von Zwang dann wiedersehen im Sommerwind. Mit Körpern, die vibrieren, wie Blätter musizieren. Wir frei sind, wenn wir im Wind und Tanz uns unschuldig verlieren. Wir sind Menschen, die sich lieben, und das tut uns allen gut. Was soll daran das Problem sein? Hände halten macht uns Mut. Ja, wir sehen diese Liebe. Sorgen. Nein, das schadet wirklich niemand, denn wir sind die Welt von morgen. Sag ihnen, dass wir einig und gerne zusammen sind, dass wir auf dieser Erde leben, die uns ähnlich ist, dass wir, egal wie steinig, den Königsweg zu Ende gehen, die Spaltung überwinden. Wie vom Feenstern geküsst, sag ihnen, wir entdecken ganz neue Hoffnungslieder, wie Vögel, die sich necken und unbezwingbar fröhlich zwitschernd fliegen immer wieder. Wir sind Menschen, die sich lieben, und das tut uns allen gut. Was soll daran das Problem sein? Hände halten macht uns Mut.
habe sehen diese Liebe. Und das heilt all unsere Sorgen. Nein, das schadet wirklich niemand. Denn wir sind die Welt von morgen. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. On a dit-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis. Dis-leur qu'on est ensemble. Dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable. Croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur nos corps qui vibrent. Dis-leur que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique, on me dit-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Nein, das schadet wirklich niemand. Denn wir sind die Welt von morgen.